Wir sind froh und dankbar, dass wir hier sein dürfen, bei euch hier in der wunderschönen Halle. Das ist das erste Turnier, das wir hier veranstalten dürfen. Und man hört vielleicht im Hintergrund schon die Mädchen kreischen und Lärm machen. Die Stimmung ist sensationell. Ganz viele Eltern noch da, die sich das nicht entgehen lassen möchten. Und ich glaube, man kann jetzt schon bei Halbzeit des Turniers sagen, dass es absolut gelungen ist. Ich finde das überhaupt großartig, dass die Käfigklick sich auch für Mädchenfußball engagiert. Das ist ja doch noch etwas, was am Rande steht. Habt ihr da vielleicht in der Zukunft auch mehr in diese Richtung vor? Ja, also es wird sehr einfach davon abhängen, wie auch die Nachfrage bei den Mädchen ist. Was ich einfach sehe, ist, dass sich im Damenfußball, im Mädchenfußball sehr viel tut in Österreich. Wir sind heuer zum ersten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert bei den erwachsenen Damen. Und es wachsen auch immer mehr Vereine aus dem Boden. Und wir als Käfigklick möchten einfach die sein, die vielleicht noch mehr Mädchen, die noch gar nicht beim Fußball sind, dazu holen, so als Zwischenstation sie ein bisschen aufbauen und dann vielleicht auch weiter an Vereine vermitteln. Was hältst du davon, wenn so viele Frauen bei uns sind? Ja, also in erster Reihe habe ich gar nicht gewusst, dass man so viel Mädels Fußball spielen. Für mich ganz neu, aber super. Man sieht Freude im Spielen, man sieht, die Mädels freuen sich über jedes Ding. Also das ist ein Wahnsinn. Bei den Jungs ist es ein bisschen anders. Die freuen sich nicht, wenn sie Tor kassieren, aber die Mädels schon, denen ist das egal. Und das finde ich super. Man soll sowas wie die Käfigklick sowas weiterhin finanzieren und schauen, dass die noch mehr Turniere veranstalten, dass noch mehr Mädels spielen. Ja, also ich glaube, das ist ganz gut, es ist viel Potenzial darin und die sollen halt spielen, die sollen Fußball spielen. Naomi. Naomi, hallo. Daniela. Daniela, grüß euch. Ihr seid heute hier bei dem Käfigklick Mädchenfußballturnier. Wie gefällt es euch denn hier? Ganz gut. Es ist zwar ein bisschen schwer, aber es geht. Hast du schon ein Tor geschossen heute? Zweimal. Boah, gratuliere. Okay, glaubt ihr, kommt ins Finale? Ja, wahrscheinlich. Okay, super. Und wie gefällt es dir? Mir fällt alles gut. Ich dachte, ich hätte alles geschafft. Also ich habe schon zwei Tore aufgeschossen und ich fand, ab und zu mal haben Mädchen geschubst und ich bin ab und zu mal auch runtergefallen. Ihr seid die Gaps 20? Ja. Ja. Okay. Wie gefällt euch das hier, das Turnier? Gut. 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 Ja. Gut. Gut, ja, es ist besser. Okay. Ich habe schon gehört, ihr habt heute schon sehr gut gespielt. Wie viele Tore habt ihr insgesamt schon geschossen? Drei. You're the coach of GASP 20. Yeah, how do you like the tournament here? Oh, this tournament is terrific. All the girls have been great. There's been some super football played. And I think my team have been absolutely terrific. Okay.
all y'all, freak freak y'all. Lifeless ventures ain't new boo, so don't boo hoo, yeah you too. Gotta get a grip, right culture, suit down like a vulture. The rhythms they lurk in the people, all funk game created equal. Waiting for the beat to rupture, like the rapture, gotta capture. Don't let the storm of life scare ya, get funky, let me prepare ya. For the days of grimness and depression, ayo bro, here's your lesson. Even though the rain starts pouring, start reaching, start soaring. Don't stop if you do your storm. Ja, Lisa Huber, du warst heute hier gleich mit mehreren Teams vertreten. Wie hat dir das Turnier gefallen? Also mir hat das Turnier super gut gefallen. Also es war wirklich gut organisiert. Man hat gesehen, dass die Teams waren, es waren einige sehr starke Teams dabei, einige, die vielleicht weniger Spielerfahrung hatten. Aber man hat gesehen, die Mädels waren mit einem derartigen Kampfgeist dabei, bei jedem Spiel. Und haben richtig viel Spaß gehabt. Und das ist das Wichtigste, dass es Spaß macht. Und dass man auch lernt, sich nicht unterkriegen zu lassen. Auch wenn man mal ein Spiel verliert, egal, dann geht es darum, weiterzukämpfen und alles zu geben.